Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Sendung Wahl 13. Ich bin diesmal für Sie unterwegs in Kreuzberg und darf Ihnen den Kandidaten der FDP hier vorstellen. Zum einen nämlich Helmut Metzner. Hallo erstmal. Herr Metzner, wir haben noch gar nicht über Sie privat gesprochen. Mhm. Wie sind Sie denn eigentlich von Bamberg nach Berlin gekommen? Also man muss ja heutzutage beruflich flexibel sein und deswegen habe ich mich gewissermaßen nach den Wünschen meiner Arbeitgeber gerichtet. Das hat mich zunächst nach Konstanz gebracht, dann nach Potsdam und letztendlich nach Berlin. Hier lebe ich jetzt seit 1999, 2000, etwa auf der Jahreswende, bin ich nach hier Berlin gekommen. Und ich habe Geschichte, politische Wissenschaft und Philosophie studiert und war dann in der politischen Erwachsenenbildung tätig. Habe ich auf Ihrer Homepage gelesen, dass Sie eigentlich ja im CSU-Land, sage ich mal, groß geworden sind. Ja. Und eigentlich mal, weil es da so gang und gäbe ist, auch Sympathien für die CSU gehegt hatten, aber dann ziemlich schnell festgestellt haben, um Gottes Willen, da muss ich raus. Ja, das ist richtig. Das ist sozusagen eine frühe Jugendsünde, die kann man ja nicht ausmerzen. Ich war mal Mitglied der CSU, habe sie aber nie gewählt. Als ich wahlberechtigt wurde, habe ich immer und seitdem treu die FDP gewählt. Ja. Wie wird man denn Liberaler? Ist es nur, weil der Gruppenzwang in Bayern da war? Oder wie sehr haben Sie denn dieses Verbieten, gehört verboten, sag ich mal, verinnerlicht? Ja, es geht ja darum, die Lebensspielräume des Einzelnen zu erweitern. Und da gibt es Menschen, die setzen auf den Staat und dann gibt es die liberale Partei, die setzt auf die Fähigkeiten und Verantwortungsbereitschaft des Einzelnen. Und sie fragt nicht erst nach dem Kollektiv und ruft um Hilfe, ja, sondern sie setzt auf die Verantwortung und den Mut des Einzelnen. Ja, also Liberale rufen zu Mut auf, aber nicht immer Mutti um Hilfe. Wie erklären Sie sich denn das trotzdem, das klingt ja alles logisch, auch nachvollziehbar, aber wie erklären Sie sich trotzdem, dass erstmal, wir haben ja vor der Werbung eine Wählerin getroffen, die von der FDP eigentlich enttäuscht ist, weil sie letztes Mal hat sie FDP gewählt und vieles konnte nicht umgesetzt werden. Aber wie sehr können Sie, sag ich mal, die Wähler nachvollziehen, die sagen, naja, ihr fordert viel, aber umsetzen tut er denn letztendlich wenig? Naja, es ist ja einiges umgesetzt worden, aber auch für Liberale nicht in der notwendigen Geschwindigkeit. Wir hätten auch gern mehr Tempo zugelegt, aber wir hatten 14,6% und nicht 61,4%. Und so muss man sich eben auch ein Stück weit nach dem Partner richten und den in Bewegung setzen. Und jeder, der das zu Hause mal versucht hat, weiß ja, dass das mitunter ein schwieriges Geschäft ist. In der Demokratie entscheiden dann immer die Mehrheiten und um die muss man kämpfen und argumentieren. Wir werben um etwas Geduld. Die Erwartungen waren sehr hoch, aber ich kann den Wählern versichern, dass wir am Ball bleiben und unsere Ziele nicht vergessen haben. Es geht weiter darum, die Mitte der Gesellschaft zu entlasten von Bürokratie, überhöhten Steuern und Sozialabgaben und die Sicherungssysteme so zu reformieren, dass sie auch weiterhin tragfähig sind, weil wir ja unseren Kindern keine Schuldenberge hinterlassen wollen, sondern eine Gesellschaft und Umgebung, die mindestens so lebenswert und liebenswert ist wie Friedrichshain, Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Ost heute. Was wollen Sie denn, Frau Merkel, sagen? Jetzt spielen wir mal Wunschkonzert. Sagen wir mal, es reicht wieder für Schwarz-Gelb. Mhm. Sie sitzen wieder am Koalitionstisch. Und was sagen Sie denn, Frau Merkel, wenn es jetzt darum geht, mehr Forderungen durchzusetzen? Ja, ich würde mal sagen, Sie waren ja jetzt erstmal 4 Jahre lang geduldig, muss man sagen. Das ist richtig. Aber der Aufruf an Bundeskanzlerin Merkel bleibt einfach mehr Mut, Mutti. Mhm. Ja, wir müssen etwas stärker und schneller vorankommen bei den Reformen, damit uns die Probleme nicht davonlaufen und umso schlimmer wieder auf uns zurückschlagen. Das heißt, wir müssen da ein bisschen mehr Ehrgeiz haben in der Politik. Es lief einiges sehr gut in den letzten 4 Jahren. Die Wirtschaft in Deutschland hat sich sehr gut behauptet. Die Wirtschaft, das sind die Menschen, die hart arbeiten und ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Und die wollen wir natürlich stärken. Und da ist noch einiges zu tun, weil ja auch die Frage eines veränderten Steuersystems immer noch nicht abschließend geklärt ist. Ja. Das heißt, Sie wollen Steuererleichterungen für die einfachen Leute? Das haben wir ja bereits. Reichensteuer wollen Sie ja nicht. Nein, wir sind dafür, dass es lieber niedrige und einfache Steuern gibt, die von den Menschen auch wirklich bezahlt werden, als
hohe Spitzensteuersätze und reichen Steuern, denen sich die Millionäre ja durch Wohnsitzverlegung in andere europäische Länder leicht entziehen können. Mhm. Ja, also der Millionär zahlt seine Steuern da, wo er will. Der Mittelständler bleibt im Lande und hält den Laden aufrecht und muss hier die Steuern bezahlen. Ich will mal eine potenzielle Wählerin vielleicht fragen. Entschuldigung, TV Berlin, ganz kurze Frage. Kennen Sie ihn? Der kandidiert nämlich für die FDP hier in Kreuzberg. Das ist Herr Metzner. Darf ich ihn kurz vorstellen? Hätten Sie vielleicht eine spontane Frage an die Liberalen? Oder sagen Sie, nee, Gottes Willen, mit Liberalen, lasst mich in Ruhe. Ich habe mich damit überhaupt noch nicht befasst. Tut aber mir ich leid. Hoffe, Sie gehen wählen am 22. Das mache ich. Was beschäftigt ist ja noch ein bisschen Sie denn Zeit. Hier in Kiez? Was beschäftigt Sie denn in Kreuzberg? Wo sagen Sie, Mensch, da muss die Politik mal was machen? Kinderspielplätze. Kinderspielplätze, ja, okay. Zum Beispiel. Sind zu wenige hier, ja? Oder schlecht ausgestattet. Sie sind kaputt und werden nicht erneuert, weil die Gelder fehlen. Wo in höchstem Zustand, genau, richtig. Das ist ja das Problem. Also, wo etwas verteilt werden soll, muss auch etwas erwirtschaftet werden. Und das zeigt ja den Zusammenhang sehr schön aus. Was die Wirtschaft nicht erwirtschaftet, kann hinterher nicht in Einrichtungen, die wir dringend brauchen für Kinder und deren Bildung, aber auch für deren Freizeitgestaltung investiert werden. Und deswegen kann ich nur ermuntern, die Kräfte, die dafür sorgen, dass die Steuern auch eingehen, ja, zu unterstützen, weil da natürlich auch mehr bleibt. Und wir müssen aber auch sehen, da wo das vorübergehend noch nicht der Fall ist, animiere ich auch immer so, ich werde mich auch am 14. September selbst daran beteiligen. Da gibt es einen Tag, an dem die Menschen anpacken, Müll beseitigen. Ja. Da geht es dann darum, auch selber Hand anzulegen, weil das, was Menschen an Müll produzieren, muss ja auch irgendjemand wegnehmen. Wenn es dafür keine Arbeitskräfte gibt, dann kann die Bürgergesellschaft sich auch mal selber in Gang setzen. Und das ist nur ein Übergang. Ja, die okay. Menschen erwarten es zu Recht. Das ist ein sehr allgemeiner Platz. Hätten Sie denn einen konkreten Vorschlag, wie er das umsetzen könnte im Bundestag? Oder sagen Sie, kann er ja eh nicht, im Bundestag für Kinderspielplätze sich einzusetzen? Jetzt, um mal bei Ihrem Beispiel zu bleiben. Ich glaube, es ist auch eine Frage der Prioritätensetzung. Ja, also das ist ja unsere Kritik, dass die Prioritäten in der Politik vielfach falsch gesetzt werden. Die Steuereinnahmen sind historisch hoch und trotzdem haben die Bürger das Gefühl, hier kommt ja gar nichts davon an. Ja, also der Kinderspielplatz ist trotzdem verwahrlost. Hallenbäder werden geschlossen. Hallenbäder müssen geschlossen werden. Also die Frage ist, wo bleibt das Geld? Und da habe ich immer die Vermutung... Wo bleibt es denn? Ja, also da meine ich... In Griechenland oder wo? Ach, also von der Griechenlandhilfe, die ja gewissermaßen eine Feuerwehrmaßnahme ist, mal abgesehen, bislang haben wir ja da glücklicherweise noch nicht so viel investieren müssen, sondern erst einmal Bürgschaften abgegeben. Ich würde erst mal vielen Dank sagen, dann gehen wir schon mal weiter in Ruhe ja. Eis essen können. Vielen Dank trotzdem. Ja. Ja, aber Feuerwehr hin oder her, Bürgschaft hin oder her, sind das nicht alles so irreale Summen, dreistellige Milliardenbeträge, die wir aus den Medien erfahren, dass am Ende kein Bürger mehr durchblickt und sagt, um Gottes Willen, lass die mal machen. Ja, also natürlich ist es ganz schwer vorstellbar, diese Summen mit den unglaublichen vielen Nullen. Leider sind die aber auch von Nullen und zwar in der Politik verursacht worden. Die griechische Krise, die ist ja eine Staatsschuldenkrise in allererster Linie, weil man dort der Auffassung gewesen ist, dass mehr Beamte und mehr öffentliche Verwaltung auch zu mehr Wohlstand führen. Und irgendwann stellt man fest, dass das alles gar nicht mehr bezahlbar ist. Und deswegen meinen wir, da muss der Staat sich auch zurücknehmen, sich auf das Wesentliche konzentrieren, die Sicherung der inneren und äußeren Sicherheit gewährleisten und ansonsten Infrastruktur schaffen, dass die Menschen in Bildung gut aufgehoben und unterstützt werden, um da neue Ideen und Produkte auch in Griechenland zu entwickeln. Es kann nicht sein, dass der größte Wirtschaftszweig oder Arbeitgeber in Griechenland ein koffeinhaltiges Getränk abfüllt. Ja, das ist ein Getränkeabfüller, der bietet die meisten Arbeitsplätze. Das kann nicht funktionieren. Wir leben in Deutschland deshalb so positiv, weil es hier noch eine gesunde Mischung aus mittelständischer Wirtschaft, aus produzierendem Gewerbe und Dienstleistungsgewerbe gibt. Das brauchen wir auch anders. Wir sind gleich am Schluss unserer Sendung. Wir sind wieder bei Ihrem Schilderwald. Ja. Alles, was Sie nicht wollen. Das heißt, wenn ich FDP wähle, kommen die Heizpilze wieder? Das weiß ich gar nicht. Aber es wenn ich FDP wähle, kommt das... Kommt kein Eiscreme-Verbot. Also das ist ja auch ein Symbol. Kommen die Glühlampen wieder? Die Glühlampen, die gibt es ja immer noch, glücklicherweise. Das ist ja EU, ne? Ja, das ist EU, ist aber auch stark von deutschen Grünen lobbyiert worden. Nicht? Die haben da, jetzt möchte ich mal sagen, in einer unseligen Allianz mit Glühbirnenherstellern versucht, die Konkurrenz aus Fernost auszuschalten und haben sich dann damit diese neuen Leuchtmittel angelacht, die in der Entsorgung sehr viel problematischer sind als die gute alte
Glühbirne, die ja glücklicherweise auch noch für eine gewisse Erleuchtung steht, auf die wir hinarbeiten. Und Herr Metzner, am Schluss der Sendung will ich Ihnen die Gelegenheit geben, weil ich habe so ein bisschen Mitleid mit der FDP, muss ich ehrlich zugeben, denn Sie wollen ja wiedergewählt werden. Mhm. Die Umfragen sagen, schaffen Sie es nicht. Ist für eine Sekunde Ihre Kamera, was ist Ihr Argument? Bleiben wir ganz konkret hier in Kreuzberg an die Wählerinnen und Wähler, die potenziellen, die FDP, das Kreuz bei der FDP oder bei der Bundestagswahl zu machen. Das ist ganz einfach. Wir wollen, dass Sie in der Gestaltung Ihres persönlichen Lebens durch die Politik unterstützt werden. Kein Mensch kann für Sie Ihr Glück machen. Sie müssen es selber machen und dazu muss man Ihnen den Rahmen geben. Man muss Sie einfach machen lassen und nicht ständig neue Verbote aufstellen. Davon haben wir schon genug. Wir wären schon dankbar, wenn das eine oder andere Verbot besser eingehalten würde, weil die Realität zeigt, dass mehr Verbote nicht zu einer Verbesserung des Lebens führen. Und dafür werbe ich. Die FDP braucht kein Mitleid. Wir haben gute Argumente und wenn die Menschen sich damit auseinandersetzen, werden sie feststellen, es zahlt sich aus, es lohnt sich für die Menschen, FDP zu wählen, weil nur eine Entlastung kann es mit der FDP geben. Alle anderen wollen an die Taschen der Bürger und wir wollen, dass ihr Bestes auch bei ihnen bleibt. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war Helmut Metzner von den Liberalen. Hier in Kreuzberg kandidiert er auf relativ grünem Terrain, versucht er so einen kleinen gelben Farbtupfer zu setzen. Viel Glück bei den Bundestagswahlen am 22. September. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, egal wo Sie Ihr Kreuz machen, auf alle Fälle morgen wieder 20.15 Uhr TV Berlin einschalten. Dann sind wir wieder im Rahmen unserer Sondersendung Wahl 13 für Sie unterwegs. Dann in Pankow, und zwar bei den Linken. Bis dahin, machen Sie es gut. Vielen Dank, auf Wiedersehen.